Ein herzliches Willkommen wieder bei Dishonored 2. Wir sind gerade wieder auf dem Vormarkt und werden jetzt mal gucken, dass wir die zweite Wache ausgeschaltet bekommen. Ich muss jetzt nur wissen, läuft sie rechts oder läuft sie links entlang? Oh, hier läuft sie direkt wieder zurück. Okay, das heißt, wir können im Endeffekt... Ich frage mich, ob die Gerüchte vom Kronenmeuchler wahr sind. Können wir hinter ihm? Die ehemalige Kaiserin im Ernst, diese Trottel. Na, was macht der? Wo geht er hin? Er geht links weg, okay, alles klar. Das heißt, wir können uns jetzt... Er hat vorher hier gestanden. Ah, beim Wahlknochen. Okay. So, kommen wir auch durch die Tür direkt rein. Ja. Gut, und wieder in einem Haus voller Blutfliegen werden wir gucken, was wir hier finden. Wir müssen hier Runen haben. Hier unten sind keine Blutfliegen. Ich hoffe, dass hier keine Wachen drin sind. So. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Springminen. Oh, die sind mies. Da sind mir ja letztes Mal aus Versehen ein paar Passanten reingerannt. Oder ich habe sie so platziert, dass die Passanten reinrennen mussten. Sagen wir es eher mal so. Direkt über uns. Okay, gut. Ja. Wieder einmal. Ah, die Pistole bedeutet aber auch, dass wir wahrscheinlich dann gefunden werden. Von der Wache, die draußen die Patrouille läuft. Hier haben wir das Kabelwerkzeug. Das Kabelwerkzeug, um die Lichtschranke auszuschalten. Das heißt, wären wir wahrscheinlich zuerst hier lang gelaufen, hätten wir das Kabelwerkzeug gefunden. Zuerst gefunden und hätten dann durch das Gebäude, durch die Lichtschranke laufen können, wenn wir dann zuerst ins Gebäude gegangen wären. Wow, da haben wir direkt schon... So, ich habe jetzt nicht gehört. Hat er es gehört? Hat er es gehört? Hat er es nicht gehört? Auf jeden Fall kommen uns die Blutfliegen entgegengeflogen. Wir laufen jetzt einmal komplett durch. So, und dann würde ich gerne mal wissen, ob er es schafft, hier durchzulaufen. Bis hierher. Nein, ich wollte spähen. Warum kann ich ja nicht einfach nur spähen, ohne die Tür aufzumachen? Der hat es wirklich geschafft, hierher zu kommen. Tatsache. Wie schafft er das bitte schön an den Blutfliegen vorbei? Oh, die fressen ihn direkt schon. Ich habe ihn doch noch in den Händen. Mein Gott. Ist ja widerlich. Sie haben ihn in meinen Händen getötet? Wow. Okay, aber jetzt sind sie zumindest... Alle auf einem Fleck. Oh, oh. Okay. Wo kommen die denn her? Dann machen wir das einfach so, wenn die so da drauf abfahren. So, dann sollen sie hier erstmal ein bisschen zerlegen. Und in der Zeit schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Wir haben wieder den Globus. Hier sind sehr viele, die von der weiten Reise träumen. Aber dank des Herrschers niemals dazu kommen, sie wirklich umzusetzen. Denn so wie es aussieht, haben wir hier mehr als nur eine einfache Klassengesellschaft. Oder wir haben eine Klassengesellschaft. Wo es die Armen gibt. Und die Reichen, und ich zähle mal jetzt die Wachen wahrscheinlich dann schon zu den Wohlhabenderen. Was haben wir hier? Ein Historiker, Douglas Warwickless, die Herzogin in Grün. Hat das was mit der Geschichte zu tun? Okay. Viel ist über Todanes Abele und seine Söhne geschrieben worden. Aber auf ihre eigene stille Art hat Herzogin Carlas Abele einen unvergesslichen Beitrag zu Serkonos geleistet. Als Kunstsammlerin hat sie das Gemälde Radanes Abeles Inkongruenz mit der Zeit bei Anton Sokolov in Auftrag gegeben.
Als Hommage an ihren verstorbenen Sohn Radanes, der während seines Studiums im Ausland von einem verwirrten Straßenschurken getötet wurde. Herzogin Abele war auch Architektin und beschäftigte sich mit vielen Projekten. So etwa mit dem Bau eines Hauses für die Waisen der Seefahrerakademie oder dem Verlegen des Marmorbodens im Herzogspalast. Der Marmor war ein Geschenk der verstorbenen Kaiserin Jasmine Caldwin, die den Stein aus den Klippen von Redmoor preschen ließ. Die herzogliche Residenz wurde jedoch abgerissen, um Platz für den neuen Palast zu schaffen, den Luca Abele in Auftrag gab. Im Wesentlichen gingen alle Kunstwerke und Schätze aus der alten Residenz verloren und wurden zerstört. Carlas lebte sehr zurückgezogen und ließ sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Sie starb in ihrem 57. Lebensjahr nach einem tragischen Sturz von einem Balkon. Ist die Frage, ob sie selber dort dem Ganzen ein Ende gesetzt hat. Oder ob das hier in dieser verschworenen Welt vielleicht doch kein Unglück war, sondern eher geplanter Mord. Die Tür zum Balkon. Wollen wir noch ein bisschen was zu essen? Haben wir noch eine Blutfliege? Wie sieht es denn aus mit unserem Knochensplitter? Müsste der nicht hier irgendwo sein? Ah, wir haben ihn nicht gesehen, weil er da unten versteckt war. Neue Runenkräfte. So. Da gehen wir jetzt erstmal weiter. Was haben wir denn an Runenkräften dazu bekommen? Die neuen Kräfte. Die neue Mission. Öffne das Tor für den Wagen. Betritt das Maschinenhaus. Okay, wir können also zum Maschinenhaus fahren. Oder wir können zum Maschinenhaus gehen. Wir haben 4 Runen. Was haben wir hier? Verbessert die Gesundheitsregeneration. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ja. Damit haben wir 2 Runen ausgegeben. Was haben wir hier? Blocken zum Ablenken von Projektilen. Auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir noch eine übrig. Die sparen wir uns einfach mal auf. So, dann haben wir hier noch ein paar Blutfliegen an der Leiche hängen. Aua. Direkt werden wir gestochen. Oh, wir müssen aufpassen, da wir noch eine Wache haben. Oh ne, die Wache ist ja hier hochgelaufen. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben wahrscheinlich, ne, haben wir auch eine Sackgasse. War das gerade ein Kauen? Ne, okay. Einmal zu. Dann porten wir uns hier rüber. Wir ziehen uns hier rüber, dank unserer Kräfte. Direkt ins nächste Fenster rein. Okay, stopp. Einmal Pause. Einmal. Nein, daneben. Jetzt aber. Und schnetzeln uns hier wieder durch. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier hinten neue Wachen sind. Wo wir aufpassen müssen, dass sie uns nicht direkt wieder hops nehmen. So. Ich denke, hier hinten geht es dann zum Maschinenhaus. Genau. Komm, einmal raus. Guck mal, hier kann ich auf einmal aus dem Haus rausklettern. Vorhin habe ich es die ganze Zeit ausprobiert. Und es hat nicht funktioniert. So, in den hintersten Ecken ist auch meistens immer irgendwas Kleines. Ne, diesmal nicht. So, dann haben wir aber jetzt alles. Tatsache. Wir könnten es jetzt hier herablassen. Und nochmal hier hinterlaufen. Ja, da könnten wir wahrscheinlich rüberspringen und rüberklettern. Wir könnten andererseits aber auch einfach den Wagen freilassen und mit dem Wagen rüberfahren. Hier haben wir die Lichtschranke. Oh, hier ist alles abgeschlossen. Irgendwas zum Hochklettern? Nein. Nein, nein, nein. Hier sterben wir. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz... Verdammt! So, wo ist es? Zeig dich. Wahrscheinlich 5-mal angeguckt und nie gesehen.
So, einmal durch. Zack. So. Und jetzt können wir die Schranke aufmachen. Immerhin haben wir jetzt hier jeden ausgelöscht und betäubt, der uns irgendwie hätte schaden können. Nein. Hier. Ach so, okay. 5, was war das? 5, 9, na? 5, 9, 7. 5, 9, 7 oder 5, 9, 8 war es. Eins von beiden. Und wir fahren ins Maschinenhaus. Auffälliger geht's auch wahrscheinlich gar nicht hier mit diesen Alarmglocken. Wir könnten wieder zurückfahren zum unteren. Wir könnten im oberen bleiben oder zum Maschinenhaus fahren. Wir machen es mal wirklich auf die auffällige Art und Weise und fahren hin. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. Ist aber schönes Maschinenhaus. Ist generell sehr schön alles hier gemacht. Und angekommen. Angekommen geht's direkt weiter. Was ist unser neues Missionsziel? Okay, immer noch betritt das Maschinenhaus. Ich hab grad, das würden sie jetzt... Das würden wir jetzt schon tun. Dieses Anwesen ist eigenartig schön. Doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. Müssen wir wirklich durch die Fronttür reingehen? Ist das nicht zu auffällig? Nun gut. Wenn dem nur so geht. Ah. Der Vorsatz, möglichst leise, möglichst ohne zu töten durchzugehen, geht doch sowieso in 90% der Fälle nie glatt. Von daher werden wir jetzt noch diese Aufnahme durchziehen und danach werde ich auch mal wieder die Season beenden für heute. Denn auch ich habe morgen wieder einen Job, bei dem ich mich an den Tisch setzen werde. Zeit für ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Und fit sein muss. So, die Tinktur. Dieses Gebäude sieht wirklich sehr schön aus. Mit den prunkvollen Statuen überall. Den hohen Fenstern. Mitten im Raum immer diese Schreibmaschinen, diese Arbeitsplätze mit den Schreibmaschinen. Was steht denn da drauf? Mechanische Soldaten versteigert. Auf einer von Kirin Yindoshs abgehaltenen Auktion versteigerte der Großerfinder zwei seiner neuesten Apparate. Fabelhafte mechanische Soldaten, die man so noch nie zuvor gesehen hatte. Die mechanischen Wunder erzielten nach einem harten Bieterkampf einen erstaunlich hohen Preis. Jetzt kann die wohlhabende Schicht sich und ihre Besitztümer mit unvergleichbarer Kraft und in außergewöhnlichem Stil schützen. Vor dieser Auktion genossen nur Personen wie Herzog Luca Abele und in letzter Zeit auch unsere neue Kaiserin einen derartigen Schutz. Im Rahmen einer von dem genialen Naturphilosophen selbst organisierten Vorführung konnte ich mich davon überzeugen, wozu seine mechanischen Soldaten imstande waren. Wehe jedem Eindringling oder Schurken, der ihrem Weg kreuzt. Ich wage zu behaupten, dass Kirin Yindoshs eine Möglichkeit gefunden hat, Kriminalität ein für alle Mal abzuschaffen. Aber wie wir gelernt haben, oder wie wir lesen konnten, sind die Mechanischen auch ziemlich leicht umzuprogrammieren. Das heißt, ich hole mir zwei Mechanische, programmiere sie um und kann auch meine eigene Rebellion starten. Oder meine eigene Armee aufbauen. Dafür brauche ich also nicht eine Maschine, die nur rechtens kennt, da ich sie leicht umprogrammieren kann. Wir haben einen Raum mit Winden, mit Seilwinden. Das heißt, wir können den Raum runterlassen oder können wir die Decke heranziehen? Ich gehe eher davon aus, dass wir den Raum runterlassen können. Sehr abstrus. Schade. Okay, ich hätte sie jetzt nicht kaputt gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass ich diesen Artikel nicht einsammeln könnte und dafür wieder Geld bekommen könnte. Aber das sind alles Teile der mechanischen Soldaten.
Ah, und hier ist die ist das die Erklärung von dem Raum, in dem wir uns gerade befinden? Kann sich die Bodenteile alle voneinander... Kann sich das komplette Haus... Gibt es in jedem Raum die Seile? Ne, auf jeden Fall nicht in jedem. Aber es ist hier auch schon wieder eine Sackgasse, das heißt... Wir werden uns wahrscheinlich hier wirklich in einem Raum befinden, der sich bewegen kann. Wir müssen nur rausfinden, wie wir den Raum bewegen. Na, dann ziehen wir mal an dem Hebel. Okay. Wow. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Oh, oh, oh. Okay. Hier brauchen wir jetzt aber auch keine Angst zu haben, die mechanischen auszusetzen. Okay, also auf den Kopf schießen bringt uns nichts, denn der Kopf bedeutet nur, dass er nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet. Die Brust ist eine Schwachstelle. Nein, die Brust war keine Schwachstelle. Okay, das war's auch nicht. Gut, also ich glaube, da müssen wir zu weiteren Geschützen greifen. Okay, ich bin ziemlich einge... Oh, 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 in den Rücken, nein. Okay, also so einfach sind die gar nicht niederzustrecken. Wir haben vorhin gelernt, unter ihrer Holzplatte ist ihr Schwachpunkt. Und wir haben gelernt, wenn man ihnen den Kopf abpackt, kennen sie keinen Unterschied mehr zwischen Freund und Feind. Aber wo war sie Holzplatte? Wer würde so etwas bauen? Und warum? Okay, wow. Oh, ich habe nur den Kopf abgehackt. Das heißt, ich habe ihm jetzt den Kopf abgehackt, ohne dass die Maschine es mitbekommen hat? Schade, ich komme nicht hin. Gibt es hier nur eine Maschine oder gibt es mehrere Maschinen? Sie bewegt sich aber auch nicht mehr. Na also, okay. Hä? Du bist nicht tot? Springst du gerade hier hoch? Nee. Was ist mit der Maschine los? Wechseln zu alternativen Taktiken. Jeder Besucher ist ein Test für den mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende stärker. Ah, jetzt so langsam. Okay, okay. Hä? Nein, überhitzt weiter. Genau, so, nochmal. Auf, komm. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Nochmal. Ich habe keine Angst vor Eindringlingen. So, jetzt. Meine mechanischen Soldaten beschützen sich. Nochmal. Komm. Und dann, ich zünde dich auch an. So, so, jetzt überhitzen. Maschine hat Kampf verloren. Komm schon, also irgendwann musst du da mal aufgeben. Feind erfolgreich ausgewichen. Okay, alles klar. Gut. Dann hab ich irgendwie auch keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Unzerstörbare Maschinen. Gibt's denn sowas? So, was haben wir hier noch alles? Dann weichen wir den Kampf mit ihm am besten einfach nur aus. Der steht eh da unten kopflos rum.
Und wir können jetzt schon weitergehen. Ich gehe aber davon aus, dass das das Ende des Hauses nicht gewesen ist. Ja, reagier doch. Maschine hat Kampf verloren. Feind erfolgreich ausgewichen. Können wir das hier probieren? Feind, stellst du dich da? Aufzeichnung besiegt. Nein, du sollst dich darunter stellen. Na also, genau. Das war jetzt nicht gerade eben sein Ernst, oder? Shit! Die ist blockiert! Verschlossen. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Wow. Am Ende werde ich Ihre Geheimnisse erfahren. Ich werde eine Studie verfassen. Puh. Wir haben es zumindest schon mal geschafft, ihm auszuweichen. So, wir sind also Atrium. Atrium. Da waren wir eben, im Atrium. Wir sind hier runtergegangen, unter das Atrium. Und wir befinden uns jetzt gerade hier. Sind auf dem Weg in den Gästebereich und wir wollen in die 5. So, die Verbindung besteht entweder durch die 1 in die 5, 1, 3, 5 oder wir können vielleicht unten entlang laufen, von wo wir gerade sind, von der 2 in die 6. Von der 6, das ist der Aufzug, genau, gehen wir eine Etage nach oben, nach unten, minus 1, bewegen uns durch den Keller. Am Vorführraum, oder der Vorführraum bedeutet aber wahrscheinlich auch keinen einfachen Weg. Da werden wahrscheinlich dann zig von den Mechanischen auf uns warten. Über die 7 und die 7 den zweiten Aufzug wieder nach oben. Ich glaube, das ist die Möglichkeit. Dann setzen wir den Privatraum aus und versuchen uns hier unten entlang zu bewegen. Waiting Room, Evaluator und Guest Area, genau. Okay, gut, dass wir eben alle unsere Munition verschossen haben. Da würde ich sagen, nein, nicht mehr als ein Audiograf es tut. Mir tut der arme Kerl leid, so. Der meinen Platz im Blutfliegentrupp bekommen hat. Was? Das Fenster! Vielleicht war es nur der Wind. Ich kann es mir jetzt auch gerne wieder zumachen. Besser? Doch nichts. So, dann nehmen wir kurz mal den hier. So, da haben wir eine Wache. So, die Dame kommt hierher. Hä? Glaub, ich hab was gesehen. Ja, dann komm bitte her. Warum sind hier überall diese Maschinen? Zurück! Das hier ist dein Ende. Schieß auf mich, du schießt auf den Mechanischen. Oh, oh. Du bist wegbleiben, oh, oh. Oh. Noch einer. Boah. Komm schon, mach ihn fertig. Und weg, 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 weg. Oh, oh. Das hat irgendwie kein gutes Ende, glaube ich.
So, da ist noch ein mechanischer. Boah, und da werden wir auch schon wieder abgeschossen. So, jetzt lassen wir mal den Raum hier ein bisschen umbauen. Da ist der mechanische. Und wieder hier rein. Was hat sich denn jetzt hier umgebaut? Ha, wir können runter. Oh nein, es fällt sich wieder hoch. Oh, und da war's das. Okay, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen anders vorgehen, habe ich das Gefühl. Wir haben auch schon wieder unsere 25 Minuten erreicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst mir ein Feedback da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.